Also, wir haben hier einen. Ich nehme erstmal die Spannungsquelle, ne? Eine Quellenspannung. Nicht unbedingt Quellspannung, aber eine Quellenspannung. So, und diese zwei Widerstände. Das ist die, wenn Sie so wollen, die Mutter aller Schaltkreise. So. Hier haben wir U2 und hier haben wir I. Und die Frage ist ganz grundsätzlich, wie hängt I von U2 ab? So, was machen wir jetzt? Wir nehmen erstmal den Widerstand R2 raus und ersetzen den durch irgendein Element. Das muss nicht mal real existierend sein, kann ein Gedankenexperiment bleiben. Wir ersetzen den R2 einfach durch irgendein Element, das einen ganz definierten Strom ziehen kann. Völlig egal, was das ist. So. R2, Element, das einen definierten Strom, ich schreibe es mal in Anführungsstrichen, zieht. So, dann ist U2. Ja, was ist das? Das ist ja UQ minus U1. Ne? U1 ist das hier. Das ist einfach nur die Maschengleichung, weiter nichts an der Stelle. Das ist gleich UQ minus I mal R1. Richtig? So, nun wollte ich aber nicht wissen, wie groß ist U2 in Abhängigkeit von I. Das habe ich jetzt beantwortet, sondern ich wollte wissen, wie groß ist I in Abhängigkeit von U2. Also löse ich es noch gerade auf und U2 ist gleich UQ minus U2 durch R1 oder gleich UQ durch R1 minus U2 durch R1. So, was ist das geometrisch gesprochen? Ganz vorne an der Gleichung muss ein I stehen. Sie haben vollkommen recht. Dankeschön. So, was ist das? Ja, das ist eine Gerade, ne? Beziehungsweise das, was da steht, ist eine Geradengleichung. So, und man nennt das Ding, wenn man es kennt, eine Kennlinie. Wie heißt die Kennlinie, wenn man sie nicht kennt? Linie, ne? So. Oder man kann das auch, so nenne ich es oft, die Arbeitsgerade nennen. So, wenn man es zeichnet, ist das, ja, wie macht man das? Ich soll jetzt U2 hier hinschreiben oder was und das ist I. Wie macht man es am besten? Wenn man eine Gerade zeichnen möchte, braucht man zwei Punkte und macht dann einen Strich dazwischen. Ne? Das ist eine Gerade. Ich kann jede zwei Punkte, die nicht die gleichen sind, suchen. Ich suche mir natürlich die einfachsten zwei Punkte. Einfachste zwei Punkte ist, ich setze R2 als Leerlauf ein, also kein Strom. Das ist relativ einfach zu realisieren, ne? Einfach Seitenschneider. Wie groß ist dann der Strom? Gerade gesagt, kein Strom, ne? Also hier 0. Wie groß ist dann die Spannung, wenn kein Strom fließt? Hä? Kann man ganz genau angeben da. Wenn kein Strom fließt, wie groß ist die Spannung? Wenn hier kein Strom fließt, wie groß ist dann die Spannung U2? Nein, immer noch nicht 0. Okay, und was ist maximal? UQ, ne? Gleich Leerlauf, Spannung, ULL. Ja? So. Wenn ich R2 durch einen Draht, also einen Kurzschluss, ersetze, wie groß ist der Spannungsabfall über diesem Kurzschluss? Jetzt haben Sie recht. 0, ne? So, also sind wir hier. Wie groß ist der Strom? Sagt dann immer maximal, sag doch mal den Ausdruck. Versuchen Sie es mal. In dem Zahlenbeispiel ja. Genau, UQ durch R1. Ne? Und das nennt man auch, weil er das ist, den Kurzschluss.
Schluss. Strom. So, und jetzt muss ich einen Strich dazwischen machen. Das ist dann die Arbeitsgerade oder die Kennlinie. Upsa, der sollte da treffen, ne? So. Kennlinie. Welche Steigung hat das Ding? Ihr müsst die Videos gucken. 1 durch R1. Minus 1 durch R1, ne? Um ganz genau zu sein. Minus 1 durch R1. So. Ja? So, jetzt machen wir das Ganze nochmal mit der Stromquelle, wo wir gerade so schön in Fahrt sind. Stromquelle. Jip. Zack. Das wollte ich da gar nicht hinmalen. Ich wollte da was ganz anderes malen. Das ist das Schaltzeichen für Stromquelle. Die liefert einen Quellenstrom IQ, hat einen Parallelwiderstand R1 hier und wieder einen Widerstand R2. So, rechnen wir mal aus, was ist U2 in Abhängigkeit von I, das ist jetzt genau der da. R2 mal I. Ja, okay, U2 ist gleich R2 mal I. Jetzt muss ich natürlich weiterfragen, was ist I? Also das ist ja jetzt nicht, okay, das ist richtig. IQ minus durch, das ist aber U2 durch R1, ne? So, was wollten wir haben? Eigentlich brauchen wir I in Abhängigkeit von R2. Wir können die Geschichte jetzt noch nach U2 auflösen. Irgendwas gefällt mir hieran nicht. Ich weiß noch nicht. Nee, aber es ist ja richtig. Kann man das da so hinschreiben? Ich weiß andersrum. Nee, das passt doch so. Also das stimmt, das gefällt mir nämlich nicht. Das ist richtig. So. Nein. Das muss es sein, ne? So. Und dann, ja, können wir jetzt nämlich schreiben, I ist gleich IQ minus U2 durch R1. Entschuldigung, da musste ich einen Moment überlegen. Und dann haben wir, wenn wir das jetzt mal vergleichen, jetzt gefällt es mir wieder. Manchmal weiß man nur, dass irgendwas schräg aussieht, aber man weiß nicht genau was, nicht? So, jetzt haben wir nämlich hier komischerweise wieder fast das Gleiche stehen. Da. Ziemlich gleich, was das mathematisch sehr unpräzise ist, dann gleich, wenn UQ durch R1 gleich IQ ist, wäre es sogar exakt gleich. Nicht? Dann könnten wir das nämlich ersetzen. Aber die Form ist nach wie vor wieder die gleiche. Auch das ist wieder hier eine Geradengleichung.
die die gleiche Form hat wie das da oben. Ne? Nur müsste man das jetzt hier ersetzen durch IQ und das hier ersetzen durch IQ mal R1. Ne? Ja? So. Was kann man noch dazu sagen? Jetzt sage ich, also noch so ein paar Sachen kann man noch dazu sagen. Nämlich, was ist jetzt eine ideale oder auch eine gute Spannungsquelle? Okay, und was ist eine gute, wäre das hier, also leicht abweichend. So, und Stromquelle, dasselbe nochmal. It, Stromquelle und das hier, meinetwegen eine gute, ne? So, stellen Sie sich, wenn es Ihnen schwerfällt, sich eine Stromquelle vorzustellen, stellen Sie sich das einfach vor wie so ein Netzgerät. Und da sitzt so ein kleines Männchen, das guckt immer auf den Stromverbrauch und sorgt dafür, oder auf den Stromfluss und sorgt dafür, dass der Stromfluss immer konstant bleibt und dreht dann die Spannung entsprechend hoch. Ne? Könnte man so ansehen. So, was hilft uns das jetzt? Oder hilft uns das jetzt irgendwas? Ja, schon. Wenn wir jetzt ausrechnen wollen, wie groß ist jetzt wirklich, wir haben jetzt ja nur I in Abhängigkeit von U angegeben oder U in Abhängigkeit von I, je nachdem, wie man das sehen will. Wenn wir jetzt tatsächlich Widerstand R2 anschließen, R2 angeschlossen, so wie das hier passiert ist, dann könnten wir es ja auch komplett bestimmen, weil wir jetzt nämlich die weitere Gleichung hier nämlich haben, dass wir wissen, R2 ist gleich U2 durch I. Nun, wenn ich das umforme, dann ist das ja I ist gleich U2 durch R2. Auch das ist eine Geradengleichung. Und zwar aus dem Ursprung raus. Ja? Also wenn Sie U2 gleich 0 setzen, ist I gleich 0. Zum Beispiel. Und wenn Sie U2-Linie erhöhen, also für jedes Volt mehr, gibt es 1 Volt durch R2 mehr Ampere. Mehr Strom. So, und das nennt man dann auch, ist eine Gerade auch wie, eine Gerade. Das ist eine Gerade und das ist die Arbeitsgerade oder Kennlinie des Widerstandes R2. Das Ding hat die Steigung. Wie groß ist die Steigung? Mhm. Bitte? 1 durch R2, ne? So, und da, wo die sich treffen, nehmen wir mal das da. Das nennt man auch den Arbeitspunkt. Der angegeben werden kann mit IAP, UAP, ist eigentlich die Lösung genau dieses Stromkreises hier. Weiter nichts. Das ist alles. Fragen? Wenn nicht, habe ich eine. Wie baut man einfach aus einer Spannungsquelle mit 100 Volt gleich UQ eine gute
Stromquelle mit IQ gleich 10 mA. Ich könnte noch sagen, aus einer idealen. Also ich habe so ein Atomkraftwerk, das speist mir 100 Volt. Das ist irgendwie eher selten, aber stellen wir uns das mal vor. Also Atomkraftwerk ist für kräftige Spannungsquelle, ne? So, wie kriegen Sie daraus jetzt eine Stromquelle mit 10 mA? Geht einfacher, kein Poti. Da bräuchten Sie, wir brauchen für ein Poti brauchen Sie auch noch einen, der es bedient. So ist es. So, wir haben das Ding hier. Das macht 100 Volt. Und hier soll, fast egal was da dran hängt, sollen 10 mA fließen. Circa 10 mA. So. Ne, genau so. Die Frage ist jetzt nur, wie groß muss dieser Widerstand sein? Na? So, probieren wir es mal aus. Wenn das ein Kurzschluss ist. R2 gleich Kurzschluss. Dann folgt daraus, I ist genau 10 mA. Ja? So, machen wir mal R2 gleich 100 Ohm. Dann folgt daraus, I ist gleich 100 Volt durch 10.100 Ohm ist gleich, rechnen wir es mal aus, 9,90 oder so, ne? 9,9 Periode, was sogar? 9,9 Periode Milliampere. Machen wir mal. Stimmt denn das? Rechnen es gleich nach. Nee. 9,9. Nochmal. 009, okay. So. Also 9,9 etwa, ne? Machen wir mal R2 gleich 10 Ohm. Dann ist I gleich 100 Volt durch 10.010 Ohm ist gleich 9,99, kriege ich noch mehr Stellen? 3 mal 0. 1, 2, 3, 9, 9, ne? So. So, machen wir noch R2 gleich 1 Kilo Ohm. Dann ist I gleich 100 Volt durch 11 Kilo Ohm. Das ist jetzt, glaube ich, 9,90. Da bin ich nicht einverstanden mit, immer noch nicht. So, meinetwegen, da. Dann, so, und das ist... Okay, 9,09, ne? So. Also Sie sehen, in allen Fällen haben wir etwa 10 mA. Und das hängt natürlich davon ab, wie, aber nur ein bisschen. Also haben wir etwa 10 mA, aber dieser Strom hängt davon ab, wie groß dieses R2 wirklich ist. Wenn ich jetzt mal spaßeshalber R2 gleich 100 Kilo Ohm setzen würde, können Sie sich vorstellen, was passiert. Ne? R2 gleich 100 Kilo Ohm, Kilo Ohm. Dann folgt daraus natürlich, I ist gleich 100 Volt
durch 110 Kiloohm und das sind jetzt 0,9 und so weiter Milliampere. Also da versagt das Ding. Aber ansonsten wäre das jetzt für einen, naja, ich sag mal hier, für einen Widerstandsbereich bis zu 100 Ohm sind wir hier bis auf 1%, haben wir den Strom stabil. Ne? So, das ist nicht energetisch günstig. Das sage ich gleich dazu. Weil nämlich diese 100 Volt im Wesentlichen hier über den 10 Kiloohm abfallen und wir hier so ein bisschen Last haben, aber da eine ganze Menge Heizung. Also es ist energetisch nicht sinnvoll, das so zu machen. Besser wäre es mit dem kleinen Männchen, das danach regelt. Das kann man natürlich in Schaltungen eleganter lösen. Da muss man keine Männchen reinbauen. Ne? Und aber man kann auf ganz, ganz einfache Art und Weise, wenn einem die Energie egal ist, kann man so eine Stromquelle bauen. Ich könnte es Ihnen auch, ich mache das Ganze nochmal einmal formalistisch, dieses Beispiel, indem ich nämlich hier die 10 Kiloohm nehme, hier die 100 Volt und das umwandle in die äquivalente Stromquelle, nämlich wenn ich sage tatsächlich, ich ersetze das durch ein äquivalentes Bild der Stromquelle, dann klappt ja nur in dieser Äquivalenzumwandlung der Widerstand um. Also das ist schon mal der gleiche. Jetzt muss ich nur überlegen, wie groß ist jetzt hier der Quellenstrom aus dieser Quelle heraus. Naja, das hatten wir eben hier festgestellt, ist UQ, Sie sehen es jetzt gerade nicht, ne? Ja, ich schmeiße nicht meinen Kaffee um. ULL ist gleich IQ mal R1. Ich müsste einfach nur auflösen nach IQ und dann sind das hier eben 100 IQ. IQ gleich 100 Volt durch 10 Kiloohm gleich 10 Milliampere. So, das heißt also, ich habe das Ganze umgewandelt in eine äquivalente Stromquelle. Die Energiebilanzen hier sind völlig andere. Also das ist zwar äquivalent bezüglich dieser beiden Klemmen hier, aber nicht bezüglich des Innenlebens. Ich hatte ja eben davon gesprochen, dass Sie im Wesentlichen diesen Widerstand heizen, weil da 100 Volt drüber abfällt. Das ist hier jetzt nicht mehr so. Diese Darstellung hier ist energetisch sehr viel günstiger. Also dieser Widerstand hier, der erfährt wesentlich weniger Verlustleistung als der da. Insofern ist es eben nicht gleich, sondern nur bezüglich der Außenwelt gleich. So, und damit müssten Sie jetzt die 3.1 und die 3.11 auch ganz easy eigentlich lösen können. Ja?